Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer Luft und Liebe, Hypnose und Klangreise. Ja, schön, dass du dabei bist, um dich von uns in den Schlaf begleiten zu lassen. Wir freuen uns total, dass wir mal wieder dieses Format machen. Wir hatten jetzt ja 2 Hypnose- und Klangreisen und wir haben letztes Jahr gerade diese Einschlafreise immer total gern gemacht. Das ist irgendwie für uns auch ein total schönes Gefühl, wenn wir wissen, Mensch, jetzt liegen da gerade Menschen schon in ihren Betten und haben sich schon irgendwie vorbereitet und wir dürfen dazu beitragen, dass du so richtig schön einschläfst, noch ein bisschen reflektierst, nochmal nachschwingst und vielleicht mit ein paar schönen Worten und Gedanken dann eben in das Reich der Träume hineinkommst. Ja, ich stelle uns geschwind vor für die paar, die uns noch nicht kennen. Neben mir sitzt der Heger. Guten Abend. Genau, der Heger, der ist für die Klänge zuständig und außerdem auch für die ganze Technik, für den Sound, für das Bild und nachher auch für die Verfremdung des Bildes, diese ganzen künstlerischen, visuellen Dinge, die macht Heger. Und mein Name ist Alexandra, ich spreche die Hypnose und schreibe auch die Texte und ja, genau, wir sitzen hier in Berlin und so viel mehr gibt es jetzt eigentlich im Moment gar nicht zu sagen. Los geht's, würde ich auch sagen. Vielleicht noch nicht gleich. Ich denke, es wird so vielleicht in 3 Minuten so richtig losgehen. Guck mal, nutz mal die Zeit, in der ich jetzt noch so mich selbst warm rede. Nutz doch mal die Zeit für dich, um zu checken, dass technisch alles einwandfrei läuft, dass du dein Gerät, ob du jetzt mit Laptop oder Handy oder Computer oder Tablet, wie auch immer, guck mal, dass du quasi wirklich in den Schlaf hineinkommen kannst, ohne später nochmal gestört zu werden. Vielleicht hast du einen Sleep-Modus, vielleicht kannst du Energiesparmodus einschalten, sodass wirklich dann die Technik nachts abgeschaltet ist. Und genau, und dafür nimm dir doch jetzt ruhig nochmal kurz den Moment Zeit und dann kann ich mir vorstellen, dass du es dir in deinem Bett oder deinem Schlafzimmer schon bequem gemacht hast, schon die Zähne geputzt hast und dein Schlafgewand angezogen hast. Und wir sind heute auch, oder ich vor allem, ganz gemütlich gekleidet. Und genau, guck, dass du schön warm hast. Ich wollte mich noch bedanken, oder wir beide wollten uns bedanken für die herzlichen Feedbacks, die uns erreicht haben. Wir haben einige Mails bekommen, die wirklich richtig nett waren. Ich habe noch gar nicht alle beantwortet, aber die meisten schon. Und ich habe auch vor, alle zu beantworten, weil es für uns so wahnsinnig wichtig ist, dass wir so ein bisschen mitbekommen, auch wenn mal irgendwas nicht so gut ankommt, dass wir das mitbekommen, weil nur so können wir besser werden. Wir haben keine Chance, uns irgendwie groß mit euch zu unterhalten und was uns auch sehr fehlt. Also insofern nutzt die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken und wir, genau, wir lesen jede Mail und lassen auch die Feedbacks in unsere Arbeit einfließen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag, den du leisten kannst. Natürlich nicht heute nach der Reise, aber vielleicht dann morgen oder in den nächsten Tagen. Der Link bleibt 7 Tage online. Das heißt, du kannst in den nächsten Nächten oder an den nächsten Abenden dich wieder und wieder von der Reise entspannen lassen und kannst es öfter hören. Das finde ich wichtig, weil man sonst vielleicht irgendwie unter dem Druck steht, dass man gar nicht einschlafen will, weil man ja irgendwie dafür bezahlt hat und deshalb möglichst viel noch mitbekommen will. Also kein Problem, wenn du nach 3 Minuten schläfst, du kannst es dir morgen nochmal anhören in Ruhe. Dann habe ich, glaube ich, jetzt alles gesagt. Klar, wir werden uns zum Schluss nicht verabschieden, sondern ich werde immer ruhiger reden. Heger wird zum Schluss noch eine ganze Weile alleine ein paar Töne spielen und seine Melodiechen. Und dann irgendwann mal wird es immer leiser und wir machen dann hier auch das Licht aus und genau und sind dann einfach weg. Gehen schlafen. Deshalb wünschen wir dir und euch jetzt schon mal eine wunderbare Nacht, eine gute Nacht, einen guten Schlaf und schöne Träume. Und ich bitte dich, bevor wir gleich richtig loslegen, setz dich doch noch mal aufrecht
in dein Bett. Und dann nimm mal die Hände vor deinen Körper und schüttel die aus. Genau, lass mal so richtig so den Staub und den ganzen Alltagsballast von dir ab. Und dann lass deine Hände ruhig auf deinen Knien oder Oberschenkel ruhen und kreise deine Schultern über vorne, nach oben und hinten. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen dazu schließen oder deinen Blick zumindest senken. Und kreise dann auch in die andere Richtung. Du kannst auch ein bisschen Grimassen schneiden, um deine Gesichtszüge ein bisschen auszulockern. Dann atme tief ein und nimm deine Hände nach oben und recke und strecke dich. Mache das behutsam und sanft. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch gähnen. Genau. Und dann schließe die Augen und spüre für einen Moment nach. Vielleicht kribbelt es noch so ein bisschen in deinem Körper. Genau. Und dann lege dich mit ein paar wenigen ganz gezielten Bewegungen nieder, bette dich, mach es dir bequem, ohne großes Aufsehen. Lasse deine Augen noch offen und konzentriere dich auf einen Punkt vor dir. Oder vielleicht über dir, vielleicht an der Decke. Lasse deinen Blick auf diesen Punkt ruhen und atme. Und dann lasse den Blick ein bisschen unscharf werden, lasse den Punkt ein wenig verschwimmen. Vielleicht guckst du auch einfach ins Dunkle und stellst dir diesen Punkt vor, das ist natürlich auch in Ordnung. Und dann atme tief ein und aus. Nochmal tief ein und beim nächsten Ausatmen schließe deine Augen. Komme an, ganz feierlich. Genieße diesen besonderen Moment. Es ist alles getan. Es ist alles geschafft für heute. Schenke dir selbst ein Lächeln. Während du ganz geborgen und vertraut mit weichen Gefühlen in dich selbst versinken darfst. Liege frei
und ganz nebenbei noch auf Empfang. Gleichzeitig bereit loszulassen. Spüre das Heben und Senken deiner Brust und deines Bauches bei jedem Atemzug. Ganz gleichmäßig, ganz ruhig, ganz entspannt. Du darfst ruhen. Es ist alles erledigt. Du darfst sogar einschlafen. Ganz sicher, ganz tief und durchgehend bis morgen früh. Wie angenehm. Einfach nur liegen. Atmen. Ruhig und gleichmäßig, so als würdest du schon schlafen. Und dabei darfst du ganz allmählich und behutsam mit deinem Blick nach innen schweifen. Für einen kleinen Tagesrückblick. In den nächsten 2 Minuten lasse die Erlebnisse deines heutigen Tages mit Abstand und von außen und mit der Haltung der heiteren Gelassenheit vor deinem inneren Auge vorbeiziehen. Dein heutiger Tag, das, was du heute erlebt hast, diesen einmaligen Tag in deinem Leben. Geschehen. Was kannst du im Rückblick beobachten? Welche Bilder fallen dir ein? Welche Gedanken? Begegnungen, Ereignisse?
Und was waren heute besonders schöne Momente? Und wofür bist du besonders dankbar? Blende die Bilder nun wieder aus oder lasse sie vorbeiziehen, so als würdest du mit einem Zug reisen durch wunderschöne Landschaften, den Tag hinter dir lassend. Während dein Bewusstes sich vielleicht schon langsam und wundervoll davon träumt. In der Nacht werden die Erlebnisse deines Tages in deinen Träumen bearbeitet. Die Dinge dürfen sich für dich klären im Schlaf. Du verfügst über ganz wunderbare Verarbeitungsmechanismen, die jetzt schon ganz aktiv sind. Du darfst vertrauen deinem Bauchgefühl, deiner inneren Intelligenz. Denn sie weiß jetzt schon ganz genau, wie sie am besten im Schlaf den Weg für dich ebnet. Damit du dann morgen daraus profitierst. Und ganz klar, mutig und kraftvoll, voller Freude den morgigen Tag begrüßen kannst. Du bist ausgestattet mit vielen Fähigkeiten, mit Kenntnissen und Erfahrungen. Sie sind Teil deiner wertvollen inneren Schätze. Und sie sind immer da. Du darfst zutiefst zufrieden sein mit dir. Denn du bist einzigartig, ganz wunderbar und wertvoll. Und wenn du so am Ende des heutigen Tages alles Wichtige für heute bedacht hast, bearbeitet, abgeschlossen, dann entspanne. Es ist alles getan. Gib über die Unterlage, über die Schwerkraft an die Erde ab, was du loslassen möchtest. Restliche Anspannung des Tages.
alles Gewicht, alle Schwere. Und lass los, was du hinter dir lassen möchtest. Du darfst dich tragen lassen, geborgen und sicher, in den Schlaf hinein. Und du darfst dir dabei ruhig Zeit lassen. Dann können wir nachher noch zusammen reisen. In den Momenten der Ruhe, in den Momenten wie diesem jetzigen und auch später, während du schläfst, finden Regeneration und Heilung statt und auch Entwicklung und Wachstum. Für Kraft, neue Energien, für Mut und Kreativität. Für ein gesundes Selbstbewusstsein. Für geistige Stärke und Klarheit. Für eine starke Verbindung mit deiner inneren Weisheit und mit den Kräften, die dir helfen, die dich unterstützen. Und das darf sich gut anfühlen. Zufrieden. Ganz tief in dir spürst du, alles wird gut. Alles, was du brauchst, liegt in dir. Und jede Zelle in dir weiß, was zu tun ist. Alles, was aus dem Lot gekommen ist, wird wieder intakt gebracht. Und du sinkst ganz angenehm immer tiefer und tiefer in deine Entspannung hinein, in dich selbst, in diese wunderbare Verbindung. Eins sein. Ganz liebevoll angenommen. So wohlig, wunderbar in deinem Inneren, in deinem Haus. Du darfst alle Gedanken, die noch außerhalb unterwegs sind, ganz feierlich einladen, dazuzukommen. In dein gemütliches Haus der Ruhe, der Erholung. Hier, wo alles für dich genau richtig eingerichtet ist, wo alles schon erledigt ist, wo alles gemacht ist, alles vorbereitet ist. Angenehm und leicht, behütet, bedacht,
beschützt. Ich werde gleich von 10 bis 1 zählen. Und mit jeder Zahl kommst du mehr und mehr in den für dich genau richtige Zustand der tiefen Entspannung. Zehn. Tiefe Entspannung. Federleicht. Neun. Innere Ruhe. Geborgen. Und sicher. Acht. Jede Zelle weiß, was zu tun ist. 7. Du darfst zutiefst zufrieden sein mit dir selbst. 6. Ganz leicht, ganz frei. 5. Du hast deine Sache gut gemacht. Sehr gut sogar. Auf deine persönliche Art und Weise. 4. Und nun gibt es nichts weiter zu tun, als loszulassen. Die Dinge gut sein zu lassen. 3. Du darfst dich treiben lassen. Einfach sein. 2. Ein angenehmes, geborgenes in dich selbst eintauchen. Nach Hause kommen. 1. Einfach so. Du darfst einfach sein. Gelassen. Entspannt. Du darfst sogar einschlafen. Es ist alles da. So schön, dass du noch da bist, dann kannst du mitkommen auf eine Traumreise. Stelle dir vor, du liegst an einem warmen Sandstrand. Vor dir geht die Sonne unter. Ein schöner Spätsommertag neigt sich dem Ende. Hinter dir eine beruhigende, sanfte Hügellandschaft. Gold angestrahlt, wunderschön beleuchtet. Auch du selbst erstrahlst im goldenen Licht. Und jede Pore
tankt auf. Die Wärme der Sonne, der leichte Wind. Die Streicheleinheiten auf deiner Haut. Hörst die Wellen, ein zartes, gleichmäßiges Rauschen. Kommen und gehen. Dort hinten am Horizont sind ein paar schöne Wolken zu erkennen. Gold und Rot und Gelb. Es sieht aus, als würde eine Wolke auf dich zuschweben. Sie kommt näher und näher. Und du erkennst, dass es keine Wolke ist, sondern ein fliegender Teppich. Auch ganz in Gold. Versteht sich. Der Teppich lädt dich ein, aufzusitzen und mitzufliegen. Also setzt du dich auf den Teppich. Hier gibt es bequeme Polster und Kissen und du kannst es dir herrlich einrichten. Und dann beginnt der Teppich wieder abzuheben. Ganz frei, ganz leicht. Und ihr schwebt davon. Richtung Horizont. Ihr fliegt zu einem paradiesischen Ort. Vielleicht ist es eine Insel mit prächtigen Vögeln und Pflanzen. Gerade so, wie es vor deinem inneren Auge auftaucht. Farbenfroh, leicht. Und warm. Und du fühlst dich sehr zufrieden. Es ist ein glückliches Gefühl im Bauch, ein Strahlen im Gesicht. Du
wirst schon herzlich erwartet und freundschaftlich begrüßt. Hier leben ganz zauberhafte Wesen. Du fliegst mit deinem Teppich umher und siehst dir das bunte Treiben an. Vielleicht hast du Lust, jemanden mit dir auf den Teppich fliegen zu lassen. Du kannst jemanden zu dir einladen. Und dich ein Stückchen begleiten lassen. Ihr kommt ins Gespräch, ganz leicht, ganz frei. Ihr erzählt euch gegenseitig, was ihr erlebt habt, heute und in den letzten Tagen. Erzählt euch eure Wünsche, eure Träume, eure funkelnden Ziele. Fühlst dich, als wären genau jetzt, in diesem Moment, alle deine Wünsche wahr geworden. Glücklich. Und frei. Und ihr kommt zu einem wunderschön geschmückten Ort. Hier findet gleich ein Nachtkonzert statt. Sieh die Bühne, die Instrumente, die Gestalten. Du darfst mitmachen.
dich herum, sanfte Klänge, heilende Frequenzen. Und in dir dieses wohlig warme Bauchgefühl. Neue Ideen, Inspirationen. Alle feinsäuberlich in dir abgelegt werden, an dem genau richtigen Platz. Fühlst dich erfüllt. Fühlst, wie ein wunderschöner goldener Glanz aus dir herausdringt. Wie du andere Menschen mit deinem Glanz berührst, wunderschön und anziehend. Und die Klänge so heilsam. Du atmest ruhig und tief und regelmäßig, ruhig und tief und regelmäßig. Leicht und frei, frei und leicht. Es ist alles gut. Ruhig und tief und regelmäßig.
ruhig und tief und regelmäßig. Thank you.